15 Sniper Kills of Valkyrie mit komplett invertierten Settings. Oh mein Gott. Das ist unmöglich. Die Challenge ist fucking unmöglich. Oh, holy shit. Der war nice. Das ist so schwer. Ich komme nicht auf den Kopf. Aber wenn ich das so ein bisschen üben würde, würde das auf jeden Fall klar gehen. Hi, servus und herzlich willkommen zu einer neuen War doch easy Challenge. Mein Name ist Dr. Koffel und War doch easy heißt, ich mache die Challenge einfach ganz locker oder ich muss eine Bestrafung zu mir nehmen und ohne Bestrafung wäre es ja auch keine richtige Challenge. Deswegen heute das Löffel Biscuit of Doom. Das ist aber auch nicht alles, denn was wäre so ein Löffel Biscuit ohne irgendetwas viel zu trocken? Wir haben hier einsten Essigessenz und damit werde ich das Ding jetzt hier einlegen. Quasi jetzt mal, damit es noch ein bisschen Geschmack bekommt, während die Runde aufgenommen wird. Natürlich unser obligatorischer Senf, der kommt da noch drauf. Und das kann jetzt ein bisschen, wow, ist die Lampe so hell gerade. Das kann jetzt ein bisschen weichen, während wir die Challenge aufnehmen. Die Challenge kommt diese Woche von Sniper Wolf. Er schreibt, eine lustige Aufgabe wäre es, dreh die Tastatur und die Maus und dann Sniper Kills 15 Stück. Okay, ich stelle mir das so vor, wir werden jetzt Steuerung, Tastenzuweisung und dann USB, SAD. Wo ist denn das? Bewegung. Vorwärts ist rückwärts und rückwärts ist vorwärts und links ist rechts und rechts ist links. Das passt schon mal. Maus. Wo ist Maus? Mauseinstellungen. Maus umkehren. Ja, definitiv. Maus umkehren. Ja. Und ich bin mal gespannt, was das wird. Spiel suchen. Öffentliches Spiel. Team Deathmatch. Wir müssen natürlich ein neues Game finden. Das ist eigentlich schon der schwerste Teil der Challenge. Jedes Mal hier ein laufendes Game zu finden, nervt ein bisschen. Ich bin echt mal gespannt. Das wird so irritierend. Alles ist umgedreht. Ich bin echt mal gespannt, was das wird. Meine K ist am Start. Oh Gott. Okay, es geht aber, wenn man sich voll konzentriert auf das, was man macht. Oh. Ja. Da ist was. Nein, den wollte ich. Och, der rennt da schon. Oh, rückwärts. Rückwärtsgang. Der rennt da schon im Pre-Aim rum. Ach, die Runde läuft ja eh schon. Also raus damit. Das nervt. Das ist blöd. Aber die Challenge wird so abgefuckt haben. Oh mein Gott. Brauch eine leere Lobby. Am besten eine leere Lobby mit schlechten Leuten. Und es ist wieder dieselbe. Geil. Ich join immer wieder gerne dasselbe Team. Ist wieder dasselbe Game. Ich hab doch gesagt, ich möchte ein neues Spiel. Öffentliches Spiel, Team Deathmatch. Öffentliches Spiel, Team Deathmatch. Mögliches Spiel gefunden, 7. Und es ist wieder Gibraltar. 4-mal ins selbe Game reingejoint. Wahnsinn. 5-mal. Spielen jetzt echt nur 12 Leute dieses Spiel. Will mir Sledgehammer Games das verkaufen, dass nur 12 Leute dieses Spiel gerade spielen? Ich bin jetzt. Ey, ohne Witz. Ich bin jetzt so oft in dasselbe Game reingekommen. Nein, raus. Schwerste Challenge ever ist, eine leere Lobby zu finden. Also eine neue Lobby, wo ich hier noch. Ich will den Lobbybildschirm vorher noch sehen. Jetzt haben wir es. Jetzt zählt. Jetzt geht's los. 15 Sniper Kills of Valkyrie mit komplett invertierten Settings. Oh mein Gott. Jetzt geht's hier los, die alles umgedreht, spiegelverkehrt, Mega-Challenge. Da hinten rechts. Schlimm ist ja, dass das ist weh, ich laufe vorwärts gerade in meinem Mastermind, aber ich laufe hier nicht vorwärts, ich laufe ja. Oh Gott, das ist so. Kann ich einfach hier im Hardscope schimmeln? Der ist hier gespawnt. Ah ne, das war ein Freund. Ich dachte gerade, den Gegner gespawnt. Auch eine brutale, campende Position. Campende Position. Das ist so abgefuckt. Oben ist einer.
Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Lass mich doch in Ruhe. Nein! Oh Gott, den hatte ich fast gehabt. Oh, das ist so schwer. Na ja, klar, dass da jetzt alles von rechts kommt. Das ist unmöglich. Die Challenge ist fucking unmöglich. Oh Gott. Ich werde nichts töten. So. Ungewohnt. Ich komme nicht auf den Kopf. Das ist so schwer. Ich komme nicht auf den Kopf. Da war ein Kill. Ich fasse es nicht. Und ich laufe wieder falsch rum. Schlimm ist, dass mein Quickscope das machen will, was es normalerweise macht. Dann wäre ich von der Seite geholt. Fuck you. Na, 14 Kills to go, steht 2018. Das ist machbar, hä? Weißt du, das sind alles so safe Kills normal. Ich krieg ja alles geklaut. Ihr Penner. Oh, holy shit. Der war nice. Da wäre ich fast drauf gewesen. Ich wusste, dass deiner ist. Das ist. Oh Gott, das ist so unfair. Gegen eine Pumpgun. Nein. Granate geworfen. Komm wieder hierher. Lass mich hier durch. Ich muss da hin. Da ist jemand, der will sterben. Oh! Klaut ihr mir den zweiten Kill? Das wäre ein Double Kill gewesen. Das wäre die Killcam des Todes gewesen. Pre-Aim. Pre-Aim ist da. Langsam gewöhne ich mich an die Behinderung hier. What the? 6. Oh, umzingelt. Oh, come on. Jetzt. Ey, wenn ich ein Quadfeed schaffe, so, dann kann ich meiner Bestrafung entgehen. Aber da ist ja Mr. Feuerschrotflinte. Wollte ich einen No-Scope. Und jetzt. Putz. Wir haben noch Chancen zu gewinnen. Aber wenn ich das so ein bisschen üben würde, würde das auf jeden Fall klar gehen. Komm, das darf ich vorbei, es ist so knapp. Na gut, 6 Kills kann ich gar nicht mehr machen. Das hier ist einfach blöd. Ach, schon wieder sind da 2. Sieg! Durch meine Hilfe. Fuck! Ich hab die Kicke! What the fuck? Not bad. Oh. Naja, Wettschulden sind Ehrenschulden. Und immerhin bin ich der Letzte. Und mit 9,16 bin ich ja schon fast noch professionell unterwegs gewesen. Boah, das stinkt hier nach Essig. Ihr kennt. Das ist so ekelhaft.
wo ich vielleicht gleich nicht mehr reden kann oder kotzen muss, stellt mir eure Challenge fürs nächste Mal in die Kommentare. Ich versuche dann eine schöne da rauszupicken und mir die dann, ja, zu Gemüte zu führen und hoffentlich dann wieder zu schaffen. Bisher habe ich, glaube ich, 2 von 8 geschafft. Oder 3 von 8, ich weiß es gar nicht. Fühlt sich immer besser an als sowas hier. Auf zur Bestrafung. Scheiße, ich brauche einen Löffel. Gott sei Dank habe ich da noch einen, denn das Ding ist mittlerweile so aufgequollen. War mal hart. Ich roll's einfach zusammen, dann passt es auf einen. Dann passt es einmal auf den Löffel. Das ist so wabbelig, das fühlt sich an wie eine Nacktschnecke. Oh Gott, das wird so abartig. Ich hab nur mal was zu trinken hier im Zimmer. Also wie gehabt, stellt mir eure Challenge, schaltet wieder rein, lasst einen Daumen da und bleibt mir nur eins zu sagen. Bon Appetit. Mach das nicht zu Hause nach. Alter, ich hab das Ding jetzt nur eine Sekunde im Mund. Das brennt bis die Lunge hinab. Oh, what the fuck? What the fuck?